kennt ihr eigentlich schon die Turboschraubendreher? Normalerweise schraubt ihr doch so und schraubt und schraubt und schraubt und schraubt. Dieser Schraubendreher hat den Turbo und ihr schraubt und schraubt und schraubt und schraubt wesentlich schneller. Ihr habt so gewollt, ihr wolltet mehr Zubehörvideos und ihr wolltet eigentlich vor allem auch mal ein Video zu Bits haben. Soweit habe ich es noch nicht geschafft, aber zumindest zum Thema Schraubendreher, weil ich das hier wirklich genial fand, weil ihr kennt das doch, ihr schraubt und schraubt und wer schraubt denn schon gerne stundenlang Schrauben in die Wand oder in die Steckdose oder wo auch immer rein? Und das hat sich Vera, glaube ich, auch gedacht. Und die haben einen Schraubendreher entwickelt mit dem Turbo, wie ich gerade gesagt habe. Schaut euch das mal an. Eine Umdrehung sind gleich 4 Umdrehungen hier an der Spitze. Und ich sag mal, Vera, guter Job. Ihr kennt mich ja, ich bin autonah und Vera hat hier alles richtig gemacht, nämlich sie haben das Gerät hier Turbo genannt. Und das ist es auch, das ist der Turbo für den Schraubendreher. Und ich war maximal verblüfft, als ich das erste Mal in der Hand hatte. Weil, nein, ich muss anders anfangen. Und zwar, als ich das erste Mal in der Hand hatte, war es so und ich konnte so mit drehen und es war aber alles normal. Ich dachte, hier ist auch gar nichts Besonderes dran. Ja, was ist denn hier Sache? Weil eigentlich ist es ja ein Turbo. Und dann schau mal her, komm ein bisschen dichter. Es ist so, da hatte ich nicht auf diesen Knopf gedrückt. Nämlich hier hinten aktivieren wir die Magie. Interaktivieren wir den Turbo. Wir können wirklich den Turbo reindrücken. Nämlich, wenn ich das so mache, drehe ich ganz normal. Ja, ihr seht ja hier, ich drehe jetzt mal eine halbe Umdrehung. Und das ist hier vorne auch eine halbe Umdrehung. Jetzt drücke ich aber hier rein. Und jetzt geht hier der Turbo an, ohne Sprit sogar. Ich drehe das ein halbes Mal. Du siehst, es sind schon 2 Umdrehungen gewesen. Jetzt mache ich nochmal und es waren wieder 2 Umdrehungen. Und hier drin ist eine Mechanik, die das Ganze umsetzt und dafür sorgt, dass ich wirklich hier wesentlich schneller drehen kann. Und schau mal, wie schnell sich hier vorne die Fahne hier bewegt und wie schnell man hier schrauben kann. Jetzt hier einfach so in der Luft so ein bisschen rumschrauben, das kann ja jeder. Ich möchte dir das mal aber demonstrieren an einer Schraube, wo du es kennst, wo du nämlich schon siehst, oh, wie lange schraubt man denn da? Und da werde ich mal vergleichen, wie lange ist es, wenn ich mit einfacher Geschwindigkeit schraube und mit 4-facher Geschwindigkeit. Kennt ihr diese Schrauben, die einfach nicht enden wollen, die quasi gefühlt 5 Meter lang sind und man dreht und dreht und dreht? Stellt euch mal vor, das würde jetzt irgendwie schneller gehen. Das wäre doch mal was, oder? Und ich drehe immer noch und drehe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das geht besser. Eine kleine Geschichte aus meinem Leben. Ich habe vor einigen Jahren mein Haus gebaut. Und da war es so, dass ich über 200 Steckdosen in meinem Haus habe. Ja, ich habe 200 Steckdosen in meinem Haus. Und viele sagen das ganz viel, aber ist ja völlig egal. Ich mag nicht nur Werkzeuge, sondern auch Steckdosen. So, und da war es so, dass eine Steckdose natürlich eine Menge Schrauben hat, ja? Ihr kennt das ja. Ihr habt an der Seite hier 2 Schrauben, nochmal eine Schraube in der Mitte, Hohlwanddosen, der Tod, weil da sind die Schrauben irre lang, je nachdem, wie ihr setzt. Und da war es so, ewig viele Schrauben, ewig viel geschraubt, richtig lange geschraubt. Und hätte ich da damals das hier gehabt, dann wäre das nicht nur die Lösung gewesen, es wäre meine Erlösung. Und natürlich gibt es das Ganze auch hier in Rot für Elektriker. Wir haben hier 2 verschiedene Sets. Schaut euch das mal an. Wir haben hier einmal das Set, und das ist übrigens nicht original, ja, das nur für euch, damit ihr seht, dass das Ganze hier wesentlich schneller dreht. So, wir haben hier ein normales Set. Dort habt ihr die ganz normalen, klassischen Aufsätze. Das, was man so braucht, ja. Wir haben Schlitz, wir haben Torx, wir haben Kreuz, alles dabei. Und haben hier den eigentlichen Schraubendreher. Das Ganze schön verpackt. Hier und kompakt. Also ich finde das super. Und für Elektriker das Ganze nochmal. Ja, einmal hier als mit Turbo, einmal ohne Turbo in klein, ja, sodass ihr hier auch variieren könnt. Und ihr habt hier auch die klassischen Aufsätze, die ihr braucht. Ja, auch wieder Torx, Kreuz und Schlitz. Alles dabei. Ich muss sagen, ich finde die Sets wirklich gut und ausgewogen. Und ja, ganz klar, ja, das hier hat seinen Preis. Ohne Frage. Und wie immer findet ihr unten in der Videobeschreibung den ehrlichen Preisvergleich. Aber ich möchte dich wirklich, wirklich ermuntern, bei Schraubendrehern etwas zu kaufen, wo du lange etwas von hast, wo du wirklich Spaß dran hast. Denn auch ich habe denselben Fehler gemacht, 100%. Genauso wie du es auch gemacht hast, auch zu 100%. Wir alle hatten diese ganz einfachen Schraubendreher. Und wir alle haben eine Sache gemacht, wir haben sie verflucht. Kennt ihr das, die Schlitzschraubendreher, die vorne sofort dann verbiegen? Nein, das willst du nicht. Und genau aus dem Grund habe ich mir vor einiger Zeit schon Schraubendreher schenken lassen, nämlich diese hier. Diese wunderschönen Schraubendreher, auch von Vera, ist in dem Fall
Ja, nee, ist kein Zufall, weil ich muss sagen, die Vera-Schraubendreher haben sich bei mir super gemacht und die habe ich jetzt seit 4, 5, 6 Jahren, sehen aus wie neu und die halten wirklich was aus. Und deswegen sage ich, ein guter Schraubendreher kann dir so viel Zeit ersparen. Wenn ich mir überlege, im Schaltschrank, wie viel Schrauben dreht man im Schaltschrank rein? Ja, und da ist sowas zum Beispiel schon eine tolle Sache, einfach hinten drauf drücken und dann wesentlich schneller schrauben. Also das macht wirklich Sinn. Also überleg dir genau, was für Schraubendreher du kaufst und wie lange du sie haben willst, denn mit sowas kommst du ja gefühlt Jahrhunderte hin. Ich glaube, ich habe noch gar nicht erwähnt, warum wir hier eigentlich zwei verschiedene Farben haben. Ich glaube, das ist allen von euch klar, aber zur Sicherheit erwähne ich es nochmal. Das ist ein normaler herkömmlicher Schraubendreher, mit dem man halt Schrauben dreht. Und das ist auch ein herkömmlicher Schraubendreher, mit dem man Schrauben dreht, wenn es um das Thema Elektro geht. Also wenn ihr im Bereich Strom unterwegs seid, Sicherungskassen, Steckdosen oder ähnlichem, dann nehmt ihr natürlich diesen hier und seid damit richtig unterwegs. Und wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Ich werde noch ein bisschen schrauben und schrauben und schrauben und schrauben und schrauben.